Morgen. Heute ist ein Produktionstag und ich dachte, ich greife die Gelegenheit beim Schopfe und zeige euch mal, wie unsere Produktionsräume aussehen und wie wir produzieren. Denn wir wollen transparent arbeiten, wollen euch zeigen, dass wir wirklich alles selbst machen, dass wir alles in Hand machen. Und genau, ich gebe euch einen kleinen Einblick und zeige euch gleichzeitig, wie es bei uns aussieht. So, hier unten ist die Anlieferung. Dort kriegen wir das Fleisch geliefert. Hier ist ein kleines Lager. Da stehen unsere Verpackungen und Gasflaschen. Alles, was wir oben nicht haben sollen. Und dann geht es hier eine riesige Treppe hoch. Und hier auf der Hälfte ist unsere Kühlanlage. Kurzer Blick rein. Da wird das Fleisch gekühlt, tiefgekühlt im Kühlraum. Haben wir fast 4 Grad. Und im Tiefkühlraum sind wir bei minus 17. So, und dann gehen wir weiter hoch und kommen in unseren Produktionsraum. Und da hinten ist Jens schon fleißig am Zuschneiden. Das Fleisch muss ja in Streifen geschnitten werden und dann wird es mariniert und dann wird es in den Trockenraum gehangen. Und ich zeige euch mal unsere Arbeitsschritte. So, da macht Jens den berühmten Fächerschnitt. Genau, also als erstes kommt erstmal so Sehnen und auch überschüssiges Fett nochmal abschärfen. Und dann wird es hier eben in etwas längere Stücken geschnitten. Das hier ist jetzt so für meinen persönlichen Geschmack vielleicht sogar schon zu lang. Müssen wir mal gucken, eventuell nehmen wir es noch mehr dann im Trockenraum auseinander. Aber zum Marinieren können wir es erstmal so wegtrocknen. Genau, dann kommt das vorläufig erstmal in so eine Edelstahlschüssel. Da hinten sind die Abfälle, genau. Dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich heute Morgen schon die Gewürzmischung vorbereitet. Für Dammwild, Muffel, Sika und hier, das ist schon leer, das war Rotwild. Und dann kommt es hier in den Tumbler. Da wird dann das Fleisch unter Vakuum einmariniert. Macht doch mal ruhig auf. Genau. Jetzt sage ich es euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Eigentlich gar nicht so spektakulär. Das ist halt Salz, gemahlenes Koriander, gemahlener Pfeffer und Essig. So. Und wenn der Tumbler fertig ist, nach einer Stunde ungefähr, geht es hier in unseren Hochtechnikraum. Und zwar der Trockenraum. Da sind die Gitter und hier sind die Haken und hier wird dann das Fleisch aufgehangen. Hier oben wird Wind produziert, da ist noch eine Heizung, die den Raum warm macht. Hier ist ein Entfeuchter und das Zusammenspiel von diesen ganzen Gerätschaften erzeugt dann eine bestimmte Temperatur und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und dort hängt dann das Fleisch 3 bis 4 Tage, je nachdem wie dick es ist, wie gut die Entfeuchter arbeiten. Und dann können wir es abnehmen. Und dann haben wir hier unseren Cutter, den Betoncutter, der schneidet unser Beton in Scheiben. Dann haben wir hier unsere Balitschka, das ist der tschechische Begriff für Abpackmaschine oder Abwägemaschine. Hier werden dann genau die 100 Gramm abgewogen und kommen hier unten raus und wir können sie gleich in die Tüte einfüllen. Und dann wird das Ganze unter Schutzatmosphäre abgepackt. Das war jetzt der ganze Rundgang. Hier ist noch unsere Umkleide. Und dann geht das fertige Produkt den langen Weg wieder runter zur Post. Ja. Tschüss. Tschüss.